and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that side check, put it in pockets like a sack. Und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video hier auf meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet. Und heute habe ich einen brandneuen Mod für euch. Und das ist der Meteoriten-Mod. Heute mal auf nicht einer flachen Welt. Wir machen das einfach mal hier. Und der Donner steht wie unten in der Beschreibung gleich zu Anfang. Und ich würde sagen, gucken wir uns das erste Tool an. Das erste ist der Meteor-Spawner. Und wir spawnen einfach mal ein. Also kommen die auch so. Ich weiß gar nicht, wann die kommen. Oder wie die kommen. Ich habe mir den Mod vorher noch gar nicht angeguckt. Ich gucke mich mit den euch zusammen an. Ja, wenn man das wird. Und ihr seht. Ein Meteorit ist eingeschlagen. Und wir gucken uns den ganzen mal an. Hier sind ein paar Sachen drin. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und innen drin sind eigentlich nichts Besonderes. Ein paar Erze spawnen da drin. Ja, der erste Meteorit. Und wie gesagt, ihr müsst es nur platzieren. Oder sie spawnen auch random, soweit ich weiß. Auf jeden Fall könnt ihr sie auch so platzieren. Könnt ihr euch angucken. Sonst spawnen sie random auf der Welt. Das ist ziemlich cool. Und ja, der nächste ist Fire Power. Und da weiß ich gar nicht genau, was es ist. Da müssen wir uns auch wieder angucken. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Was passiert. Es dauert immer ganz kurz. Ah, ihr seht, jetzt fällt da so Feuer vom Himmel. Auch eigentlich ganz cool. Gucken wir uns den nächsten. Den Endmeteor. Und vielleicht kannst du dir auch schon denken, was das ist. Warten, bis es einschlägt. Bin sehr gespannt, die Animation wieder. Und da hat sich mein Minecraft kurz aufgegangen. So, läuft da wieder. Und hier ist, ach du Scheiße, hier ist richtig viel cooles Zeug dabei. Auch jede Menge Lava, aber die können natürlich auch, wie gesagt, random einschlagen. Hier ist ein bisschen Redstone, Lapis Lazuli. Vielleicht ist im Inneren auch ein bisschen Diamant. Wir gehen mal kurz runter. Ah, da kommt doch schon. Ja, hier ist Diamant. Ihr seht, das ist eine nicht reiche Höhle. Und ja, würde ich sagen, gucken wir uns den nächsten Meteoriten an. Der nächste Meteorit ist der Fire-Meteor. Und der andere kann ich schon denken, auf dem Meteor, was jetzt wohl folgt. Wir gehen ein Stück zurück und er wird wahrscheinlich ziemlich groß. Vielleicht auch nicht. Jetzt auf jeden Fall mal angucken. Und da kommt er runter. Ah, geht eigentlich nicht. Der ist eigentlich recht klein. Auf jeden Fall auch richtig cool. Gerade wenn man sich zum Beispiel so Lava holen will oder so und der eingeschlagen ist, hat man auf jeden Fall ordentlich welche und die machen auch ordentliche Löcher. Protector gibt es dafür leider nicht. Ja, der nächste ist der Glowstone-Meteorit, da muss ich auch wohl nicht viel sagen. Den spawnen wir jetzt auch einfach mal und wie gesagt, die können random auch runterfallen in der Welt, was ziemlich cool ist, muss ich schon sagen. Und mal sehen, wie groß der wird. Und man sieht, der fällt so ein kleines Teil runter und dann kommt da so Glowstone zum Beispiel hier. Ich hätte mal gehofft, dass vielleicht bei einem so in der Mitte vielleicht so eine Truhe oder so wäre, aber gut, das haben sie jetzt nicht eingebaut. Boah, der ist ziemlich groß. Da kann man jede Menge Glowstone rausholen, wenn man nicht im Creative ist, wie ich jetzt. Und der nächste ist der Pooper. Mal gespannt. Klick, 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 klick. Wir haben ein paar Pooper gespawnt. Mal sehen, was jetzt passiert. Ja, ein Stück zurück. Oh, okay. Das sind so kleine Mini-Bomben. Den Fall ziemlich lustig. Ich habe hier so kleine Automatexplosionen. Ziemlich gemein, wenn die einschlagen. Und ihr seht schon, es fallen so kleine Kugeln runter und die machen das dann. Und auf jeden Fall richtig, richtig cool. Gerade dieser Endmeteor, der jetzt hier kommt. Gucken kurz weg. Und hoffen, dass es dann nicht kurz hängt. Nein, tut es trotzdem, okay. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig cool. So, geht das wieder? Ja. Richtig, richtig cool. Ich gucke gerade mal, ob es wieder derselbe ist. Ich glaube allerdings. Ganz? Nee, nicht ganz, glaube ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gesehen habt, ob das derselbe ist. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall richtig cooler Mod. Download-Link, wie schon gesagt, unten in der Beschreibung könnt ihr euch downloaden. Ist diesmal nur ein Script-File, es ist kein Texture-Pack dabei, richtig cool für die 0.11 auf jeden Fall. Und ob es für die 0.10 funktioniert, könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß es gar nicht so genau, denn ich spiele darauf gar nicht mehr. Ist auch deutlich schwerer für mich, weil ich mit diesem, ja, Mod-Menü, beziehungsweise Too Many Items gar nicht auskomme, weil, ja, vielleicht könnt ihr das übersetzen, ich kann es nicht. Auf jeden Fall, richtig cooler Mod, finde ich. Und ihr könnt mir ja eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren, wie ihr den Mod so findet. Download ist unten drin und wenn euch dieser ganze Mod gefallen hat, lass mir doch ein Like da und wenn du neu bist und dich mehr für Mods und Texturen und Shader und was weiß ich für die MCPE interessierst, kannst du mir noch ein Abo da lassen. Ich bringe öfters sowas, ist meine Hauptrubrik. Dann würde ich sagen, von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao!